Ich habe hier einen rustikalen Smoke aus Kuba, die Quintero Favoritos. In diesem Video werden wir sie auf Herz und Nieren testen und außerdem gibt es eine kleine Einführung in das gesamte Portfolio der Quintero Marke. Bis gleich! Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Zigarrenbalkon. Heute rauche ich eine Quintero Favoritos mit einem Boxing Date aus Oktober 2019. Das heißt, sie ist aktuell 8 Monate alt und damit doch noch etwas jung. Die Zigarre selbst und alle verwendeten Tabake kommen aus Kuba. Die Vitola ist eine Contras Nummer 2. Man könnte auch Petit Robusto sagen. Wir haben eine Länge von 114,9 mm und einen Durchmesser von 19,8 mm. Damit haben wir ein Ringmaß von 50. Die Rauchdauer sollte so bei 60 Minuten liegen und die Verkaufsformate sind eine 25er Pappschachtel, in der die Zigarren als Bundleware enthalten sind. Es gibt sie aber auch in einer 5er Pappschachtel und in einem Tubo in einer 3er Schachtel. Die Kubaner bezeichnen die Konstruktion mit den Buchstaben TAF. Das steht für Totalmente Amano Tripa Corta. Das heißt, es ist eine vollständig von Hand gefertigte Medium-Filler-Zigarre. Das heißt, die Einlage besteht aus großen Blattteilen und nicht aus ganzen Blatthälften. Aber es sind eigentlich auch keine Short-Filler, wie fälschlicherweise oft angenommen wird. Bei denen würde nämlich die Einlage nur aus kleinen Blattschnipseln bestehen. Und dieser Begriff Tripa Corta heißt übersetzt eigentlich nur kurze Einlage, also aus dem Spanischen für Schneiden. In einigen Online-Shops wird sie sogar als Long-Filler geführt. In anderen wiederum wird sie als Shortfiller-Zigarre bezeichnet. Einige Aussagen gingen sogar so weit zu sagen, dass es ein paar Longfiller-Blätter sind, die mit Shortfiller gefüllt sind. Und nachdem die Angaben da so unterschiedlich waren, dachte ich mal, ich schaue am besten mal bei denen nach, die es eigentlich am besten wissen müssen, nämlich bei Habanos SA selbst. Aber die haben eine so ungepflegte Webseite, da steht die Zigarre selber noch gar nicht mal drauf, obwohl sie schon 2012 bzw. 2013 auf den Markt gekommen ist. Die Zigarre selbst fühlt sich auch relativ weich an, nicht so, wie man es von einer Longfiller gewohnt ist. Aber fürs Aufschneiden und Nachsehen bin ich jetzt doch etwas zu geizig. Einigen wir uns auf einen Medium-Filler, würde ich sagen. Die Marke Quintero hier ist ja bekannt für ihren kräftigen und rauen Tabakgeschmack. Und die Banderole hier ist jetzt auch erst kürzlich überarbeitet worden und hat jetzt auch diese kräftigen Gold-Rottöne. Erinnert so ein bisschen an Romeo e Giulietta und ich denke, das passt recht gut zu diesem wunderschönen dunklen Deckblatt hier. Das ist schon fast Maduro, hat aber noch diese deutlich rötlichen Töne mit drin. Wenn wir mal direkt beim Deckblatt bleiben, dann muss man schon sagen, dass das hier nicht die schönste Zigarre auf dem Planeten ist. Das Deckblatt ist ziemlich rustikal und rau. Wir haben ziemlich große Venen hier. Die Kappe oben ist nicht so hundertprozentig sauber aufgeklebt. Verfärbungen hier habe ich jetzt keine drin. Von anderen Quinteros kenne ich das eigentlich, dass die häufig so grüne Flecken haben von Chlorophyllresten, die nicht komplett fermentiert sind. Und häufig hat man auch noch diese kleinen gelben Punkte auf dem Deckblatt. Vom Kaltgeruch her, den ich ganz fantastisch finde, haben wir so eine deutliche Honignote, die wahrzunehmen ist. Wir haben einen erdigen, holzigen Grundton und eine leicht grasige Note. Finde ich extrem spannend. Beim Anschneiden würde ich euch definitiv empfehlen, einen Bohrer herzunehmen, weil man mit einem normalen Cutter häufig kleinere Krümel dann beim Rauchen im Mund hat, weil es ja keine Longfiller-Zigarre ist. Dann schauen wir uns mal den Kaltzug an. Man kriegt hier sehr viele erdig, ledrige Töne. Ganz, ganz typisch Kuba, was man hier schon wahrnehmen kann. Sehr intensiver Geschmack, macht viel Vorfreude auf die ersten Züge. Vom Zugwiderstand her
einwandfrei. Ideal, so wie es sein sollte. Bei Medium-Fillern ist es aber auch relativ untypisch, dass man Probleme mit dem Zugwiderstand hat. Dann wollen wir sie mal anzünden. Die ersten Züge sind aromatechnisch extrem intensiv. Wir haben hier diese holzig, ledrig, erdrigen, typisch kubanischen Aromennoten. Ich finde das richtig gut, gefällt mir außerordentlich. Wirkt sehr animalisch, hat aber auch eine leichte Süße im Hintergrund. Ich finde es extrem spannend. Wir sehen uns gleich nach dem ersten Drittel. Jetzt nach dem ersten Drittel geht die Aromatik nach diesem fulminanten Start etwas ein bisschen zurück. Wir haben trotzdem immer noch diesen intensiven, kubanisch-edrig-ledrigen Geschmack, der mich persönlich einfach immer wieder begeistert. Und ganz dezent im Hintergrund gibt es vielleicht noch so zarte florale Anklänge. Ja, zu Quintero selbst. Es ist ja eine vorrevolutionäre Marke. 1924 gegründet von Agustin Quintero und seinem Bruder zusammen in Cienfuegos. Das heißt, es ist keine Zigarre, die ursprünglich aus Havanna stammt. Und wenn man sich hier die Box ein bisschen genauer ansieht, dann sieht man, dass da offiziell draufsteht Quintero y Hermano. Hermano steht ja für Bruder im Spanischen, wird aber halt immer weggelassen, warum auch immer. Und zunächst waren von Quintero alle Zigarren handgefertigte Longfiller mit sorgfältig ausgewählten Tabaken. Aber nach dem Tod von Quintero wurde sehr viel weniger Wert darauf gelegt von seinen Erben. Und dieser Premium-Aspekt von der Marke kam schon so langsam ins Wanken. Mit der Verstaatlichung nach der kubanischen Revolution wurden dann seit den späten 80ern nach und nach alle handgefertigten Formate eingestellt und es wurde komplett auf Maschinenfertigung umgestellt. Und dann erst zu Beginn der 2000er ist man langsam wieder auf die handgefertigten Medium-Filler umgestiegen. Aktuell gibt es nur noch 6 Vitolas, die vor allen Dingen in Spanien beliebt sind. Wir haben hier die Brevas, die Favoritos, die ich hier rauche. Die gibt es alternativ auch noch im Aluminium-Tubo. Dann haben wir hier die Londres Extra, die kleine Panetelas, die Petit Quintero und die Tubularis. Die ist ausschließlich hier in diesem Aluminium-Tubo erhältlich. Eine 7. Vitola, die Nacionalis, wurde 2019 eingestellt. Aktuell läuft aber der Abverkauf noch, das heißt, sie ist noch erhältlich. Die Nacionalis hat genau die gleichen Abmessungen wie die Brevas, insofern kann ich es einigermaßen nachvollziehen, dass das Format eingestellt wird. Der einzige Unterschied, den ich erkennen kann, ist, dass die Nacionalis hier Boxpress ist und die Brevas rund. Allerdings nicht von offizieller Seite, sprich sie wird nicht als Boxpress geführt. Insofern ist das so ein bisschen wie bei der Romeo y Giulietta Mille Fleurs. Die ist offiziell auch keine Boxpress-Zigarre, aber von dieser dichten Packung in der Box bekommt sie halt diese Kanten. Wir sehen uns gleich im zweiten Drittel und dann sage ich auch noch was zum Preis und zum Preisvergleich. Bis gleich. Jetzt nach dem zweiten Drittel hat sich vom Aroma her nicht mehr so wahnsinnig viel verändert. Die Zigarre entwickelt sich relativ linear, was allerdings bei dem Medium-Filler auch zu erwarten war. Sprich, wir haben immer noch diesen ledrig-erdigen, typisch kubanischen Geschmack. Gelegentlich mal einen Hauch von dieser Honigsüße, die ich auch schon mal im Kaltzug hatte, aber wirklich nur ein ganz dezenter Hauch. Vom Preis her liegen wir hier absolut bei 3,20 Euro. Wenn ihr sie im Tubo kauft, dann sind es 3,90 Euro. Sprich, man zahlt 60 Cent Aufpreis nur für das bisschen Metall. Meiner Meinung nach kann man sich das sparen. Außer man ist vielleicht Tubo-Sammler, dann kann man sich das vielleicht einmal kaufen. Über ein Volumen von gut 35,5 Kubikzentimeter kommen wir auf einen Basispreis von 9 Cent. Beim Tubo wären es dann dementsprechend 11 Cent. Und wenn ich das innerhalb der Marke vergleiche,
Dann liegen wir hier etwas günstiger als der Durchschnitt. Vor allen Dingen die beiden Turbo-Varianten treiben hier den durchschnittlichen Preis ein paar Cent nach oben. Und im Vergleich mit anderen Best Buy-Zigarren sind wir hier ein klein wenig teurer als die Marke José El Piedra. Wobei da aber keine Vitola enthalten ist, die in der Größe an die Favoritos herankommt. Und die Romeo e Giulietta Mille Fleurs, die sonst immer als Best Buy bezeichnet wird, liegt schon bei 16 Cent und ist damit also noch deutlich teurer. Allerdings kommen wir mal wieder nicht an die Via Zamorano Robusto ran, die mit 8 Cent noch mal ein bisschen günstiger ist. Also als Fazit zum Preis würde ich sagen, dass wir hier schon eine Best Buy Zigarre haben. Vor allen Dingen, weil wir hier ja auch im deutlich hochpreisigeren kubanischen Portfolio unterwegs sind. Wir sehen uns gleich im letzten Drittel und dann schauen wir uns an, was es noch so an Bewertungen über die Zigarre da draußen gibt. Bis gleich. So, ich bin jetzt im letzten Drittel. Die Zigarre gewinnt so langsam ein wenig an Schärfe, wie es oft am Ende der Fall ist. Ansonsten hat sie sich, wie erwartet, geradlinig entwickelt. Immer noch diesen erdig-ledrigen kubanischen Geschmack. Gelegentlich sehr dezent unterlegt von holzig-nussigen, leicht süßlichen Aromen. Aber im Wesentlichen nichts wirklich Neues seit dem ersten Drittel. Vom Abbrand her sieht man, dass es absolut geradlinig abbrennt, was eigentlich typisch ist für eine Short-Filler-Zigarre. Bei einer Long-Filler-Zigarre hat man in der Mitte diesen kleinen Kegel von dem Ligero-Tabak, der in der Mitte etwas langsamer abbrennt als der Rest der Zigarre. Aber ehrlich gesagt, ich hatte auch schon Quinteros, wo sich genau dieser Kegel ausgebildet hat. Ich blende mal ein kleines Foto davon ein. Insofern haben wir hier auch keinen absoluten Beweis dafür, ob es Medium-Filler oder Short-Filler ist. Und die Zigarre behält so ein bisschen dieses Geheimnis für sich. Wenn man sich ein bisschen umschaut, wie die Bewertungen bei anderen so aussehen, dann sehen wir im Zigarrenforum überwiegend positive Bewertungen. Natürlich immer unter Berücksichtigung des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Bei Cigarworld haben wir 6 von 8 Sternen und bei der Zigarrenwelt und bei Dalai haben wir 4,5 von 5 Sternen. Bei Cigar Aficionado gibt es leider überhaupt keine Bewertung. Die sind teilweise relativ dünn aufgestellt, was die Kubaner betrifft. Mein Fazit zur Zigarre ist, dass sie eine ehrliche und gute Zigarre ist, relativ kräftig und rau vom Geschmack her, geradlinig, nicht wirklich komplex, aber man hat da diesen typischen, puren kubanischen Geschmack, der mich immer wieder begeistert. Es ist ein wirklich guter Alltagssmoke. Ich habe die Zigarre ständig im Humidor vorrätig. Anfängern würde ich sie eher weniger empfehlen, weil sie dafür doch etwas kräftig ist, auch wenn der Preis natürlich sehr verlockend ist. Ja, das war's auch schon wieder. Bitte gerne liken, abonnieren, kommentieren und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.